Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme vom FM23 mit dem VfL Bochum. Ja, wir haben leider gegen Stuttgart nur 1-1 gespielt im letzten Spiel. Das war sehr enttäuschend, sind weiter auf Platz 16 und haben jetzt das nächste so wichtige Spiel vor der Brust. Deswegen gehen wir mal direkt rein. Nächster Gegner ist Union Berlin. Die sind hinter uns, noch 4 Punkte hinter uns. Wir haben 23 Punkte, Bremen hat 23, Stuttgart 24. Und Schalke hat schon an diesem Spieltag gespielt, hat 26. Deswegen, wir gucken uns erst nochmal die Ergebnisse nach unserem Spiel gegen Stuttgart an. Da hat abends Freiburg gegen Bayern 1-2 verloren und am Sonntag Augsburg gegen Köln 3-0 gewonnen. Deswegen sind sie uns auch ein bisschen weggelaufen und Gladbach gewinnt gegen Wolfsburg mit ebenfalls 3-0. Und an diesem Freitag, wie gesagt, hat das Schalke-Spiel schon stattgefunden. Die gewinnen nämlich 3-1 gegen Hertha. Ja, und haben damit ihre Pflicht getan. Jetzt sind wir dran. Ich hoffe, dass uns das gelingt mit dem Spiel bei Union Berlin. Mal schauen, was wir in der Woche alles so hatten. Dossila ist leider nicht dabei. Der jetzt hat die 5. gelbe Karte, wird nicht spielen. Das war schon der erste Hinweis, den wir kurz nach dem Spiel natürlich bekamen. Dann hat sich der Jugendspieler, wo ich von sprach, für uns entschieden. Tom Wolf wird zu uns wechseln zum 1.7. Ist ein Jugendspieler, wie gesagt, 17 Jahre, hat ein paar ganz gute Ansätze. Wollen wir mal schauen, wie der sich in den nächsten Jahren entwickelt. Vielleicht haben wir mit ihm da ein bisschen Glück. Angie Adje hat sich verletzt, leider 3 bis 4 Wochen. Knöchelverdrehung fällt also etwas länger aus. Ja, und ansonsten gab es jetzt nicht so viel. Unsere 19 noch kurz, die hat 1:1 gespielt gegen Düsseldorf. Unsere 19 ist momentan auf Platz 8. Die Fitness-Tests, Ordetz kann wieder spielen, Saide Janko maximal 30 Minuten. Das schauen wir uns gleich zusammen an, wie ich mir das vorstelle. Die spielen in einem direkten Konter, irgendwo spiegeln sie uns so ein bisschen von den Positionen her. In der Mitte zum Beispiel mit Salah, defensiven Mittelfeldspieler, Box to Box, ja. Dann auch die Flügelverteidiger haben aber links eine Dreierkette, muss man dazu sagen. Also eher so ein bisschen zurückgezogen, das Ganze. Wir gucken nochmal an, wie sie hier spielen. Ausgeglichene Spielweise und ausgewogen im Pressing. Wir gehen rein und dann gehen wir da genauer dran. Es sind 17.300 Karten verkauft und ich hatte mir vorgestellt, dass wir schon bei der Taktik bleiben. Ja, die kommen über außen, deshalb haben sie haben eine Dreierkette. Da können wir vielleicht über außen auch noch was machen. Stöger wird auch angreifen, mit Salah spielen, wieder für Pardo, der sich ja jetzt nicht so aufgedrängelt hat. Und den Platz von Rosila wird Osterhage einnehmen, aber im defensiven Mittelfeld statt dem Balleroberten. Und Förster Box to Box soll das genauso spiegeln, wie das Union hier macht. Im Sturm habe ich mich neu entschieden, Moussé mal spielen zu lassen. Zoller hat seine Chance bekommen, nicht genutzt. Müsel hat seine Chance bekommen, hat zwar gegen Frankfurt getroffen, aber im letzten Spiel auch wieder sehr schwach. Jetzt soll es mal Moussé richten. Er ist ja auch einer, der eine hängende Spitze spielen kann. Hat ja auch schon 2 Tore gemacht, allerdings in vorderster Position. Ja, hat einen guten Flair für die Position und Technik ist dafür sehr vernünftig. Wir schauen mal. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir mit ihm dort ein bisschen ja, Power reinkriegen. Wir hoffen mal, dass er es auch nutzt. Im Abwehrbereich habe ich Ordetz als erfahrener Mann, der ja auch sehr gute Länderspielpause hatte, wieder reingebracht für Gonzales. Öhrmann wird dabei bleiben. Gamboa über außen ist klar. Jetzt müssen wir uns noch anschauen, wie wir das taktisch machen, weil das habe ich jetzt noch nicht so. Also sprich die taktischen Einstellungen meine ich jetzt. Da müssen wir nochmal zusammen reingehen. Also ich würde gerne grundsätzlich mutig sein. Das heißt, wir werden natürlich nicht zurückziehen. Wir werden ausgewogen auf jeden Fall spielen und je nachdem, wie das läuft, vielleicht auch mal ein bisschen kontrollierter nach vorne machen, weil wir müssen natürlich diese Punkte holen. Also natürlich wäre ein Punkt schon mal sehr wichtig, aber eigentlich, um den Anschluss oben zu haben, nicht eigentlich, sondern dafür sind die 3 Punkte wichtig. Ja, wir sind insgesamt eingespielt, deswegen würde ich hier jetzt auch nicht so wahnsinnig viel ändern. Kreativer, das schauen wir uns alles im Laufe des Spiels an, ob das dann auch nötig ist. Franken früh schlagen ist jetzt nicht das Thema. Da die ja mit über außen aufrücken, können wir da ruhig versuchen, den Platz zu nutzen. Werden aber auf jeden Fall Gegenpressing und Konterspiel machen, klar. Ja, und jetzt ist halt die Frage, mehr aufrücken, die Defensive, finde ich jetzt auch ein bisschen gefährlich. Hier gibt es noch diese Pressingfalle im Zentrum, weist die Mannschaft an, den Ball durch Pressingfallen ins Zentrum zu lenken, wo sie dann in gefährlichen Zonen zurückgewinnen kann oder aber auf Außen. Auf Außen, wo den Ball dann weniger Optionen hat, den Ball leichter zurückgewonnen. Ja, das ist auch jetzt irgendwie nicht so richtig dabei. Flanken zulassen, Flanken verhindern, dadurch würde ich jetzt mal, wir gehen aber mal eben auf nächste Partie, sehe ich gerade, dass wir die Flanken verhindern versuchen.
Aber ist auch so kontraproduktiv. Wenn sie hier mit einem Metzeler spielen und einem Box-to-Box, dann können wir zwar versuchen, die Flanken zu verhindern, aber ich finde, dann sind sie ja in der Mitte auch relativ stark mit Zug nach vorne. Also von daher, gefühlstechnisch würde ich da auch jetzt erstmal nichts tun. Wir spielen schon über die Außen, das ist ganz wichtig. Wir lassen die Außen auch. Na, das hatte ich noch überlegt, ob wir die auf automatisch stellen. Wir wollen mutig sein, ne? Aber wir gehen auf Automatik erstmal. Das liegt einfach daran, dass die auch mit beiden Außenverteidiger, Flügelverteidiger offensiv spielen. Da müssen wir schauen, dass die beiden doch versuchen, dass er ja eher so ein bisschen im Griff zu haben und darauf zu schauen. So, wir gucken mal uns eben die Dreierkette an. Knoche mit 6-7, 6-6 von Baumgartel und Leite mit 6-5, der bisher schwächste in der Kette. Da hätte ich nämlich eine Idee, vielleicht dann da wenigstens einen, das heißt unseren rechten Spieler vielleicht offensiver spielen zu lassen. Hängende Spitze angreifen bedeutet verstärkt aber auf eigene Chancen heraus sein. Dadurch, dass er eigentlich in der Mitte gespielt hat, kann er das durchaus tun. Da wollen wir den offensiven Tick jetzt nochmal hinkriegen. Und wie gesagt, was die Grundausrichtung angeht, schauen wir uns erstmal das Spiel an. So würde ich es machen. Die andere Taktik kommt so erstmal nicht in Frage, aber auch da können wir umstellen. Aber da jetzt irgendwas zu probieren in so einem wichtigen Spiel, finde ich erstmal falsch. Thomas Fischer ist immer noch der Trainer dort. Ein sehr guter übrigens. Wir haben hier nichts zu verlieren, haben wir zwar doch, aber wir wollen wirklich auf unsere Stärken achten. Macht mich stolz. Ich gehe jetzt mal alle positiv an. Den positiven Flair, den brauchen wir jetzt. Gut, hinein. Wir spielen in unseren blauen Trikots von links nach rechts. Eingespielt ist bei Musset natürlich jetzt nicht so vorhanden, aber wie gesagt, beide andere Optionen haben uns bisher nichts so Wahnsinniges gezeigt. Zudem ist Angie Adjei als Option ja leider verletzt. Direkt erste Ecke nach 42 Sekunden. Stöger ist wieder da. Ui, das war Hofmann. Sechs Saisontore schon für Philipp Hofmann. Gottes Willen, war das ein Absprachefehler. Und zum Glück kann Becker den nicht nutzen. Ich glaube, Becker war es, ne? Schön zurückgeholt von Asano. Musset, Hoffmann. Ui, auch ein guter Knaller. Bruno ist da. Es gibt wieder Ecke für uns. Diesmal von Stöger von der anderen Seite mit seinem stärkeren Fuß nach innen gezogen, aber die brachte auch nichts ein. Haben auch schon etwas länger nicht mehr trainiert, aber ich weiß gar nicht, was wir noch alles trainieren sollen. Förster Osterhage. Schön auf Soares. Ei, da ist wieder ein Kopf oder was auch immer dazwischen, aber es gibt trotzdem Abstoß. War vielleicht ein eigener Spieler. 61% Ballbesitz haben wir. Das gefällt mir natürlich. Mehr Schüsse aufs Tor, Schüsse allgemein aufs Tor natürlich auch, haben wir auch. Freistoß Stöger. Aufpassen. Ja, schön von Förster. Asano Abpraller. Ja, schade. Das hat Esser gut gehalten, aber das war das Ecke, nee, war das Abseits, wollte ich fragen, was ist Ecke? Da kommt der Gieselmann. Wieder ein guter Schuss und wieder Esser gut pariert. Jetzt hat hier Union so ein bisschen Oberwasser. Haben uns im XG auch überholt. Also die sind stärker geworden, definitiv.
Lass uns mal vor der Halbzeit. Gamboa kriegt gelb. Das tun, was ich ja gesagt hatte, mal das etwas offensiver funktioniert. Wir hatten die Kontrolle über das Spiel und lass uns das mal versuchen, auf den Platz zu bringen. Da wusste er irgendwie nicht wohin. So sah das zumindest aus. Gamboa, schön. Dann ist immer wieder Pass. Ich habe auch ein bisschen Passspiel trainiert, weil mir das ja so durch das Gegentor so auffiel. Natürlich extremst gegen Stuttgart. Wo wir da versuchen, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Dann den Pass schlecht spielen und den Ball verlieren und dementsprechend uns das 1-1 fangen. Das wieder schön von Asano. Jetzt Hofmann in der Mitte. Asano. Renault wieder schon. Schein. Mensch. Wir bleiben jetzt wieder offensiver. Das war's zur Halbzeit. Jetzt schauen wir uns mal die Kurve an. Wie gesagt, grundsätzlich waren wir immer dran. Dann wurde Union immer deutlich stärker. Dann jetzt wir zuletzt wieder, allerdings liegen wir immer XG-technisch unter denen, statistisch gesehen. Muss sehr übrigens nur mit 6,5. Mal ein bisschen motivieren. Wir kontrollieren den Ball, so ist es gut, aber wir wollen natürlich auch was draus. Da will ich hin. Auch was rausziehen. Ich sehe, die anderen beiden sind auch nicht besser. Hofmann heute übrigens nicht so, ja, ballsichernd, wie er es in den letzten Spielen war. Das ist irgendwie schade. Kevin Stöger auch nur mit einer 6,5. Ich überlege, Flanken doch etwas früher zu schlagen. Ganz einfach, dass dadurch wir sonst irgendwie ein bisschen mehr Chancen auch reinholen. Gelingt uns nämlich gerade nicht so wirklich. Wenn nämlich die beiden Außenverteidiger dann doch eher sich ein bisschen zurückziehen, weil sie aufpassen sollen, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Wir bleiben bei kontrolliert. Wechseln auch nicht, sagen jetzt mal ihn hier was, Gamboa soll aufpassen und ja, das war's. Ist immer so der Grat, es noch offensiver oder ne, dann nachher zu versuchen und dann nachher doch völlig reinzufallen. Finde ich, gibt es immer nie viel Spielraum. So, oder zumindest ist das schwierig, diesen Spielraum zu nutzen. Natürlich kannst du dann auch in Führung gehen oder 2-0 in Führung gehen und dann denkst du, oh, guck mal, alles richtig. Ne? Aber es sieht ja nicht schlecht aus in dem Spiel, deswegen weiß ich nicht, dass wir da viel ändern müssten oder überhaupt was ändern müssten. Schäfer aus der Distanz, aber vorbei. Jo. Da passiert nicht viel. Jetzt mal, komm. Was war das denn? Meine Güte.
wirkt nicht eingebunden, der Lismousse. Und da verlieren wir wieder den Ball. Aber diesmal passt hinten Ordetz auf. Legt sich Becker den Ball zum Glück ein bisschen weit weg. Das war Osterhage jetzt genauso bescheiden. Förster, Musse, da ist es. Mensch. Ich wollte gerade so ein bisschen auf mehr Kreativität stellen, aber dann macht es wirklich Musse mit dem 1-0. Boah. Schön vom Förster her auch die Übersicht und dann satter Schuss. Keine Chance, würde ich mal sagen. 1-0 für uns, 63. bzw. 64. Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Bleiben wir offensiv? Die wechseln einmal, das sehe ich gerade. Leveling, da müssen wir einmal drin ackern. Die werden auch offensiver, ne? Die haben ihr defensiv hier vorne weg und haben Haberer dahinter gesetzt. Das ist aber für uns nicht so wild, weil Osterhage das Ganze ja auch defensiv hier spielt, finde ich jetzt. Und die beiden sowieso, finde ich also jetzt nicht so dramatisch. Kevin Stöger, ich würde das, würd das so lassen. Also wir können das mit dem Frühschlagen wieder rausnehmen, werden insgesamt ein bisschen geduldiger machen, um noch mehr Ballbesitz zu haben und dann wirklich die richtige Chance dann auch zu nutzen, anstatt hier noch so viel zu versuchen, was vielleicht nicht so fruchtet. Förster jetzt wieder mit Gelb, aber aufpassen erstmal. Leveling. Hofmann. Und da ist das Tor, wenn es nicht abseits war. Tor wird gegeben. Ja. So, das dürfen wir jetzt hier nicht. Dann machen wir die Kreativität rein. Wir müssen hier was machen. Etwas kürzer heißt, wir gehen etwas offensiver mit unseren nach vorne, Vertikale, das suchte ich das Wort genau. Ja, geduldig spielen wieder raus, früh Flanken rein. Wechseln würde ich irgendwie nicht, also vom Gefühl her, ich meine, jetzt hat Musier getroffen. Über Asano kann man reden, aber Zoller ist sicherlich eingespielt mit Spielpraxis, hat auch eine gute Moral. Also das wäre vielleicht jetzt wirklich dann doch eine Möglichkeit. Komm, das machen wir vom Gefühl her. Ist das richtig, Simon Zoller, bringen wir. Ich habe Vertrauen in dich. Zeig es. Ermutigen wir das Team nochmal. Stöger ist echt nicht gut drauf. Komm, dann bringen wir Pardo für ihn. Soll er sich versuchen. Förster ist kaputt, macht ein gutes Spiel. Suarez, dafür könnte Horn kommen, aber naja, frische Leute, ne? Aber der ist überhaupt nicht eingespielt. Aus der Tour höchstens für Gamboa. Das zum Thema frische Leute. Lassen wir uns mal die eine Wechseloption noch offen. Schön, Musse. Schön angenommen, aber dann wird er geblockt. Vielleicht hätte er in der Mitte ablegen können. Ja.
Wir sind es die, die das Spiel machen. Wenn wir aber so Pässe spielen, dann laufen wir wieder in Gefahr, uns genau so ein Ding reinzuholen. Das ist aber aus der Tutu jetzt gut gemacht, dann der Pass. Echt riskant. Was machst du? Jetzt doch, das schießt ihn selbst rein. Das wär's noch gewesen. Ja, komm jetzt nochmal. Schön, Zoller. Tor, Tor oder Abseits. Ich fürchte fast, das sah ja nach Abseits aus. Aber ich würde mich gerne täuschen. Das ist Abseits, ja. Das war schön und schnell gespielt. Das kommt uns irgendwie besser zu. Potte. Ja, was soll man noch sagen? Geduldig aus der Defensive nehmen wir jetzt mal raus. Wir versuchen schon die kleinen Möglichkeiten, Offensive, die wir so haben, auch zu nutzen. In dem Spiel. Schön in den Raum. Hofmann, 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 Tor! Oh, das ist diesmal kein Abseits. 2-1. Ich breche zusammen. Wir müssen jetzt auch vorsichtig zurückgehen, Leute. Wir müssen jetzt hier was machen. Diszipliniert spielen. Manchmal oft von mir aus geduldig spielen. Neu von mir Informationen halten. Wir möchten jetzt diese Punkte haben, verdammt nochmal. Wäre das wichtig? Wer hat die Vorbereitung? Förster? Weil er da markiert war. Hordez, Förster. Ja, wunderbar auf Hofmann. Der macht sein 7. Saisontor. Benno sieht da auch nicht irgendwie gut aus, steht da auch zu weit vom Tor. Uns völlig egal, ganz im Gegenteil. Wir haben noch eine Wechseloption übrigens, um ein bisschen Zeit rauszuholen. Da so ein Lupfer, das hat natürlich nichts gebracht. Goralski vor Förster. Zurückgezogen. Ja, Ball erobern, verteidigen. Komm, wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen. Pardo. Jetzt nochmal so ein kleines Kunststückchen. Aber das scheint jetzt vorbei zu sein. Der feuert nochmal die Fans an, aber es sind noch 5 Sekunden. Das ist doch wohl unser Sieg, Leute. Es lässt sich Zeit, genau, das soll er auch tun. Aufpassen, da aufpassen, aufpassen. Schön. Jawohl. Wie wichtig war das denn? Echt verdammt wichtig für uns. Ist noch kein Klassenerhalt, gar keine Frage, aber extremst wichtig. Gerade auch direkten Konkurrenten mal besiegt zu haben, mal nach 5 Spielen wieder gewonnen zu haben. Sehr cool. Und das nicht unverdient. Und ich habe das Gefühl, dieses schnellere Passspiel, das hat uns gut getan. Auch die kontrollierte Spielweise haben wir ja so ab der 37. gemacht. Auch das war auf jeden Fall zu merken, dass wir da nach vorne was machen wollen. Ist vielleicht im nächsten Spiel gegen Wolfsburg jetzt nicht so, aber müssen wir uns angucken. Messi gut gespielt, nicht nur wegen dem Tor. 2 Vorlagen von Förster auch richtig gut. Oh, der hinten drin sehr vernünftig. Sehr cool. Das war ein tolles Spiel. Das müssen wir jetzt so sagen. Ja. Wunderbar, Köln noch gegen Mainz 2-1, Frankfurt Gladbach 1-1 und Bremen besiegt Freiburg 3-1. Wir sind damit erstmal wieder weg vom 16. Tabellenplatz, allerdings hat Stuttgart noch ein Spiel. Aber das war wichtig, da ranzukommen. Wenn Schalke nicht gewonnen hätte, Bremen hat ja leider auch gewonnen. Jetzt sind wir alle mit 26 Punkten da. Ne? Wenn Stuttgart, wie gesagt, vorbeizieht, sind wir trotzdem 16. Aber erstmal 3 Punkte, sehr wichtig. Nächstes Spiel, wie ich vorhin schon sagte, gegen Wolfsburg zu Hause.
Ist irgendeiner verletzt? Nee, sonst hätten wir uns das noch zusammen angeguckt. Wie gesagt, Wolfsburg zu Hause ist nächste Woche das Thema. Dann geht es nach Dortmund, Gladbach, Augsburg, Hertha. Das sind so die letzten Partien. Wo spielen wir denn? Ist das Hertha das letzte Spiel wirklich? Muss ich mal kurz gucken. Nee, danach noch Leverkusen zu Hause. Also, dass es nicht einfach wird, war uns klar, aber wir sind auf jeden Fall im Soll und ich glaube, das findet auch der Vorstand gut. Wo ist denn hier die Ziele sind das genau. Und mal gern nochmal schauen, wie das letzte Spiel so bewertet wurde. Da eine glatte 1. Naja, ein Sieg war es. Stuttgart war eine 5. Ja, immer sehr unterschiedlich. Gut, aber auf jeden Fall sehr positiv. Dieser Sieg, das hat uns echt bisher gefehlt, muss ich sagen. Hoffentlich können wir darauf aufbauen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und vor allem wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.